Hallo Internet, hier ist wieder Beckenzack für euch und ich habe keine Ahnung, ob ihr es mitbekommen habt, aber in der letzten Woche ist für mich etwas verdammt Cooles passiert und zwar habe ich tatsächlich endlich die 1000 Abonnenten geknackt bzw. vollbekommen. Das freut mich natürlich tierisch und das hat auch wirklich lang genug gedauert. Aber jetzt sind die ersten 1000 endlich da und mein Ur-Ur-Ur-Ur-Großvater hat auch schon gesagt: Ja, Junge, die ersten 1000 Abonnenten sind die schwierigsten. Nein, hat er natürlich nicht gesagt, denn 1865 gab es noch gar kein YouTube, sondern nur MySpace. Ich freue mich natürlich über jedes weitere Abo tierisch. Und über den Schluss eines jeden YouTube-Zuschauers, der sich dann sagt: Yo, der Typ ist beschissen geil, ich will den in einem weiteren Video sehen und deswegen abonniere ich den jetzt. Das freut mich natürlich total und deswegen möchte ich einfach mal Danke sagen. Und um euch zu zeigen, dass ich wirklich dankbar bin für euren Support und das nicht nur leere Worte sind, habe ich mir gedacht, ich mache ein kleines Gewinnspiel für euch, wo ihr ein mysteriöses, nerdiges Überraschungspaket gewinnen könnt. Okay, wie könnt ihr jetzt daran teilnehmen? Ich habe mir gedacht, ich nutze die Chance einfach mal, um mit euch ein bisschen näher in Kontakt zu treten und auch mehr auf euer Feedback einzugehen, was ich von euch bekomme. Ich will natürlich die Leute, die so viel Vertrauen in mich setzen, dass sie tatsächlich diesen Mausklick machen und mich abonnieren, auch zufriedenstellen. Und deswegen gebe ich euch jetzt die Chance, mir definitives Feedback zu geben. Also, was gefällt euch an meinen Videos? Was gefällt euch überhaupt nicht an meinen Videos? Was findet ihr komplett scheiße? Wo würdet ihr euch wünschen, dass ich davon mehr Sachen mache? Wo würdet ihr euch wünschen, dass da weniger von kommt? Und so weiter und so fort. Ihr könnt die Chance auch nutzen, um mir persönlich einfach ein paar private Fragen zu stellen, wenn euch das interessiert. Weil, weiß ich nicht, bei 1000 Leuten kann es ja sein, dass der eine oder andere sich vielleicht schon ein paar Fragen zu meiner Person macht. Aber es kann natürlich auch sein, dass ihr sagt, ja, der Spacken da, ich finde den ganz lustig, aber ansonsten, was der privat macht, ist mir komplett Bums. Kann ja auch sein, aber wenn es euch interessiert, egal was für Fragen ihr habt, ob das jetzt Fragen zu meinem Privatleben sind, ob das jetzt Fragen zu YouTube selber sind, ob das jetzt Fragen zu meinen Hobbys sind, zu dem ganzen Nerdkram, zu Nintendo, zu irgendetwas anderem, dann schreibt mir das auch in die Kommentare. Das sehe ich genauso als Feedback an als irgendwelche anderen Sachen, die ihr vielleicht darunter schreibt. Und sobald ihr einen Kommentar schreibt, seid ihr mit drinne im Topf. Und ihr könnt das machen bis zum 15. Juni, denn ich möchte ja wirklich jedem Abonnenten die Chance geben, sich da irgendwie zu verewigen, wenn er Lust darauf hat. Und nachdem die Frist abgelaufen ist, werde ich dann eine Art Vlog machen, wo ich all eure Fragen beantworte. Hätte ich das gerade wirklich versprechen sollen? Und natürlich werde ich auch auf das Feedback dann in diesem Video eingehen, was ihr mir über die Kommentare habt zukommen lassen. Das ist der erste Teil. Wenn ihr also einen Kommentar schreibt, dann seid ihr automatisch mit dabei. Ihr könnt eine lustige, mysteriöse, nerdige Geschenkbox von mir gewinnen, die ich euch dann nach Hause schicke. Ja, wenn ihr da Bock habt, dann schreibt mir einen Kommentar unter dieses Video. Ich lese das alles später. Aber das ist noch nicht alles! Kennt ihr eigentlich das Sprichwort? Wir sind hier nicht bei Wünsch dir was! Wenn ja, dann habe ich jetzt echt cremige Neuigkeiten für euch. Denn tatsächlich seid ihr hier bei Wünsch dir was! Und tatsächlich gibt es da ein Thema, wo ich wirklich ständig Nachfragen von verschiedenen Leuten bekomme, ob ich nicht mal etwas dazu machen kann. Und ich wollte dazu eigentlich erstmal gar nichts machen, weil ich am Anfang nicht dachte, dass da wirklich dass das Publikum, das ich ansprechen möchte, dafür da ist.
Aber so langsam merke ich, anscheinend ist das doch da. Und deswegen möchte ich jetzt all diesen Usern, die mich schon immer wieder darauf angesprochen haben, jetzt einen kleinen Wunsch erfüllen. Ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Ganz allein fange ich sie mir, ich kenne die Gefahr. Ich streife durch das ganze Land, ich suche weit und breit. Das Pokémon, um zu verstehen, was ihm diese Macht verleiht. Pokémon, komm, statt sie nur dir. Ich und du, in allem, was ich auch tue. Pokémon, mein bester Freund, komm, rette mich. Ihr werdet es mittlerweile alle verstanden haben. Ja, es geht um Pokémon. Ich bekomme einfach unfassbar viele Anfragen von Leuten, die möchten, dass ich einfach irgendein Pokémon-Spiel Let's Playe. Und da wir ja hier bei Wünsch dir was sind, dürft ihr entscheiden, welches Pokémon ich spiele. Ihr habt wirklich eine breite Auswahl an Pokémon-Spielen, für die ihr voten könnt. Leider die einzigen, die nicht vertreten sind, sind die 3DS-Teile, denn ich habe keine Capture-Card für den 3DS, deswegen kann ich das leider nicht richtig aufnehmen. Aber alle anderen Pokémon-Spiele, auch die obskuren Pokémon-Spiele, also sowas wie Pokémon Snap oder Pokémon Puzzle League, dafür könnt ihr alles voten. Und das Pokémon-Spiel, das die meisten Votes bekommt, das werde ich dann natürlich auch Let's Playen. Ich packe dazu unten in die Videobeschreibung einen Link, das heißt, ihr geht auf die Beschreibung des Videos, klickt euch die auf und dann findet ihr da den Link für die Abstimmung. Da müsst ihr drauf gehen und da könnt ihr dann für das Pokémon-Spiel, das ihr von mir sehen möchtet, voten. Und ich freue mich tierisch drauf. Ich hätte nicht gedacht, dass es da so eine große Nachfrage gibt, aber anscheinend gibt's die schon. Zeit zum Voten habt ihr auch hier bis zum 15. Juni, denn ich möchte ja wie gesagt jedem die Chance geben, an der Abstimmung und an dem Gewinnspiel teilzunehmen. Die beiden Sachen sind aber unabhängig voneinander zu betrachten. Also ihr müsst jetzt nicht bei Pokémon voten, um bei dem Gewinnspiel mitzumachen und umgekehrt. Das ist egal. Das sind zwei Paar Schuhe einfach. Noch einmal ein riesiges Dankeschön von euch. Ihr seid die Besten, dass ihr mich unterstützt. Und wenn das so weiterläuft, dann denke ich, dann läuft das mit meinem... Rise to Internet Domination. Also, nochmal vielen Dank. Ich höre jetzt auch wirklich auf mit dem Schleim. Aber es gibt noch eine einzige Sache. Wenn ich schon mal dabei bin, muss ich die einfach tun. Ich will der Beste sein, so gut wie keiner war. Ich fange sie alle ein, ich kenne die Gefahr. Lettoball, Dickda, Nidoran, Mankey, Bisaflor, Ratswas, Ibitak, Taubsi, Gold. King Blitzer, Dragoran, Nebelak, Ponita, Aquanar, Quapo, Smeppo. Komm und schnapp sie, komm, schnapp sie dir. Pokémon. Ich reise durch das Land, ich suche weit und breit. Die Kraft, die in ihnen steckt, wird durch mich befreit. Omot, Quapsel, Nidorino, Enteron, Bisaknoss, Slimer, Sazin, ja, Labados, Nidorin, Poenta, Abra, Pummeluff, King Larion, Pixi, Knuddeluff. Komm und schnapp sie, komm, schnapp sie dir. Komm und schnapp sie dir, Pokémon. Zubat, Rasaf, Mautzi, Onyx, Kleinsteingaloppa, Magneton, Relaxo, Kingler, Goldie, Nicodila, Habitak, Smogbob, Europe, Garados, Lamos. Komm und schnapp sie dir, Pokémon. Kabuto, Sobilikat, Parasse, Paratikal, Magnetilo, Kadabra, Ultigaria, Ditto, Austos, Raupi, Sandan, Gesamglomanda, Geobots, Pikachu. Komm und schnapp sie dir, Pokémon.